Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. In dieser zweiten Staffel wird es einen roten Faden geben. Und dieser rote Faden ist die Literatur, die sich mit dem Thema Liebe beschäftigt. Und ich habe mir einen Gesprächspartner dazu geholt, Roland Barthes, der 1977 ein Buch veröffentlicht hat, Fragments d'un discours amoureux, Fragmente einer Sprache der Liebe. Das Buch ist zu einem Bestseller geworden und viele Menschen haben immer wieder, wenn sie über dieses Thema Liebe in der Literatur gesprochen haben, auf dieses Buch zurückgegriffen. Das Buch ist erschienen im Todesjahr seiner Mutter, 1977. Mit ihr hat er bis zu ihrem Tod ohne Unterbrechung zusammengelebt. Vor ihr hat er seine Homosexualität verborgen. Ein Umstand, der verständlich ist, wenn man die Atmosphäre bedenkt, die in den 60er, 70er Jahren in Europa und in Frankreich geherrscht hat. Erst nach ihrem Tod hat er sich geoutet. Der Text ist in 80 Stichworte gegliedert, die zum Thema Liebe passen. Stichworte, es ist eine alphabetische Ordnung. Sie beginnt im Deutsch mit dem Wort Abhängigkeit und führt bis zum Stichwort zugrunde gehen. Und dabei werden Stichworte abgehandelt, wie zum Beispiel der Abwesende. Das ist das Stichwort, das wir als erstes das nächste Mal behandeln wollen. Über Angst, Begegnung, Berührungen, Brief, Erfüllung, Herz, Szene, Umarmung, verrückt und Zueignung. Im Deutschen ist das letzte Stichwort zugrunde gehen. Im Französischen ist das erste Stichwort. S'abîmer, abîme, der Abgrund. Und das ist, denke ich, nicht zufällig gewählt, weil dieses Wort abîme auch diese Angst, eine Angst ausdrückt, die vielleicht auch subtonal durch dieses ganze Werk schwingt, die Angst verlassen zu werden, zugrunde gehen. Und so beginnt ein so wunderbares Thema wie die Liebe gerade mit dieser großen Angst des Zugrundegehens. Die alphabetische Ordnung ist seltsam, aber dahinter steht ein Gedanke, den Roland Barthes in den Vordergrund schieben will. Es geht ihm nicht um die Liebe an sich, sondern um die Art und Weise, wie über Liebe gesprochen wird. Und so wählt er eine vollkommen bedeutungslose Gliederungsform, nämlich das Alphabet. Man kann nichts Absurderes wählen als eine alphabetische Ordnung, die dieses Thema abhandelt, das so emotional ist und eben keine sachliche Nachschlagwerkordnung erlaubt. Und in dem Maße, in dem Roland Barthes das Augenmerk auf die Form lenkt, wird deutlich, dass es ihm in seiner Rede über die Liebe eben immer um diese formale Gestaltung eines Themas geht. Es geht ihm also nicht um die Liebe als eines außersprachlichen Phänomens, sondern immer um ihre sprachliche Behandlung. Man kann in diesem Werk überall beginnen. Man kann bei jedem Stichwort beginnen. Man muss ja nicht bei A beginnen. Und das zeigt auch, dass diese Fragmente nicht vollständig sind. Es ist eine Sammlung von Stichworten, die
nicht vollständig ist und sein kann, weil man eben auch über dieses Thema nie vollständig sprechen kann. Das Thema Liebe ist so umfassend, so subjektiv formbar, so emotional erfahrbar, dass es immer Fragmente sein werden, wenn man über dieses Thema spricht, immer aus einem bestimmten Gesichtspunkt heraus und nie wissenschaftlich vollständig perfekt. Wie sehen nun die einzelnen Abschnitte aus? Es beginnt immer mit dem Stichwort, das in der Überschrift genannt wird und auf den dann eine kurze Definition folgt. Dann kommt ein Text, der ist in Einzelabschnitte geteilt und numerisch geordnet. Auch das eine mathematische Gliederung, die aber dem assoziativen Ton des Textes widerspricht. Neben dem Text stehen Quellen, Autoren werden genannt und weitere Stichworte. Und ganz zum Schluss gibt Roland Barthes Fußnoten an, die auch Beifügungen zum Text darstellen. Und auch all das suggeriert so etwas wie eine wissenschaftliche Abhandlung des Themas. Aber genau das ist eben das, worauf Sie, Roland Barthes, stoßen will. Es geht eben darum, dass dieses Thema einfach auch gar nicht wissenschaftlich abhandelbar ist. Das Wie, die Form, kommt in den Vordergrund. Und das ist das, worauf er Sie hinweisen will, wenn er nun über Texte der Literatur spricht. Das Thema Liebe wird immer bruchstückhaft bleiben, unvollendet, kann ausufernd behandelt werden, assoziativ, eine logisch-rationale, lineare Gliederung von A bis Z ist nicht sinnvoll. Eine wissenschaftliche Form widerspricht dem Inhalt. Die offensichtliche Bedeutungslosigkeit der von ihm gewählten Form zu diesem Thema hebt die Bedeutung der Form an sich hervor und verschiebt das Interesse des Themas vom Inhalt auf die sprachliche Form, auf den Text als solchen. Und genau darüber wollen wir eben auch reden, wenn wir dann einzelne Stichworte aufgreifen und über Texte sprechen und wie sie gemacht sind, vor welchem historischen Hintergrund sie entstanden sind, was die Wortfelder sind, die dieses Thema in diesem Text bestimmen. Wir wollen also mit Roland Barthes in einen Diskurs, in einen Dialog über die Liebe eintreten und haben als erstes das Stichwort der Abwesende gewählt, das ich das nächste Mal behandeln will. Und wir wollen es so halten, wie er es in dem Text aufzeigt, den ich jetzt in sehr freier Form wiedergebe. Wir wollen uns eines Textes bemächtigen. Wir wollen ihn ergänzen. Wir wollen ihn uns zunutze machen und an andere, eben Sie zum Beispiel, weiterreichen. Wir wollen einen Text wie ein Ringlein in die Hand nehmen und wie ein Ringlein kreisen lassen in dem Spiel Ringlein, Ringlein, du musst wandern. Wir wollen einen Augenblick lang es in der Hand halten, betrachten, bevor wir es an Sie weiterreichen, die Sie sich Gedanken machen können, was Sie zu diesem Thema und zu diesem Text sagen könnten, mir widersprechen könnten, Roland Barthes beipflichten können, ergänzen können, wie auch immer. Das ist das Thema, der rote Faden, der uns in dieser ganzen zweiten Staffel immer wieder begleiten wird. Und ich hoffe, es macht uns allen Spaß.